Professor Taras Borodajkiewicz von der Hochschule für Welthandel in Wien hält nicht viel von der österreichischen Nation. Sie ist für ihn ein Hirngespinst. Seine Ansichten über den Nationalsozialismus, die er bei einer Pressekonferenz kundgab, erregten starken Widerspruch. In Wien demonstrieren Studenten und fordern seine Enthebung als Lehrer der Jugend. Aber Borodajkiewicz hat auch Anhänger, die zeigen, was sie bei ihm gelernt haben, und sie lassen ihn hochleben. Es kommt zu erregten Szenen, auch zu Raufereien. Die Straßenszenen erwecken traurige Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren.